In der folgenden Session wird es um das Thema Isopus gehen. Wir haben immer mehr Technik auf den Höfen. Neue Technik bedeutet oft auch neue Herausforderungen. Wir möchten heute darüber sprechen, wie Isopus hier eine Lösung sein kann und welche zukünftigen Möglichkeiten wir damit haben werden. Ich freue mich sehr, dass ich zwei Experten hier mit an meiner Seite habe. Einmal möchte ich begrüßen Robert Fraune, Leiter Vertrieb und Produktmanagement von der Firma Trimble. Und Jannis Berling, Vertriebsmitarbeiter von der Firma Vantage Deutschland. Vantage Deutschland ist der Händler für Trimble in Deutschland. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir jetzt so ein bisschen über das Thema Isopus hier gemeinsam sprechen können. Und eine ganz, ganz zentrale Frage, wenn wir über das Thema Isopus sprechen, ist, welche besonderen Vorteile und auch Eigenschaften hat Isopus für dich als Vertreter von Trimble? Ja, Isopus ist eine Technik, die nun seit 20 Jahren Einzug in den Markt hält. Wir haben von Anfang an dieser Entwicklung teilgenommen. Wir haben früh erkannt, dass es eine Konzentrierung gibt auf Technik und dass große Landmaschinenhersteller in diese Richtung laufen und haben entsprechend Lösungen entwickelt, mit denen wir Geräte mit dem Traktor kombinieren können. Das heißt, der Landwirt, der heute einen neuen Traktor kauft, kann dank der Isopus-Lösung seine alte Maschine mit diesem Traktor kompatibel machen. Wie sieht es da aus? Wir haben gerade über den Traktor gesprochen. Muss ich dafür immer gleich einen neuen Traktor kaufen? Nein, auch für den Traktor bietet Trimble Lösungen vom Display über GPS-Antennen zu kompletten Lenksystemen, um auch einen Traktor, der schon etwas in die Jahre gekommen ist, wir haben eben über den westfälischen Durchschnitt gesprochen, um auch solche Traktoren dann Isopus-fähig zu machen und sowohl mit alten als auch mit neuen Geräten kombinieren zu können. Also ist es eine Lösung, die dann auch relativ schnell Einzug auf den Höfen nehmen kann? Genau. Und ermöglicht es halt eben, die alte Maschine nachzurüsten, aber auch die neue Maschine dann in Verbindung auch mit einem alten Traktor betreiben zu können. Jannis, du hast ganz viel Kontakt mit den Landwirten, wenn es auch um das Thema Isopus geht und wie die Maschinen miteinander kommunizieren. Magst du ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen hast du da gemacht, wenn du auf den Höfen bei den Landwirten bist? Also viele Landwirte haben beispielsweise schon eine Maschine mit Isopus und dem zugehörigen Display auf dem Hof und überlegen dann, eine neue Maschine anzuschaffen oder eine gebrauchte, aber schon mit Isopus-Kompatibilität. Und dann kommt immer die Frage, brauche ich dann einen neuen Bildschirm zu, neue GPS-Antenne? Und da ist halt der Vorteil an Isopus, ich habe die nötigen Komponenten einmal gekauft, sprich eine GPS-Antenne und ein dazugehöriges Display und kann so jede Maschine damit natürlich bedienen. Und muss nicht für jede Maschine ein extra Bedienteil, was dann wieder nur kompatibel zu dieser einen Maschine ist. Und so spare ich natürlich am Ende für den Kunden auch Kosten. Jetzt wollen wir ein bisschen technischer einsteigen. Also das grobe Thema, glaube ich, haben wir ganz gut abgebildet. Welche wirklichen Highlights kann denn Trimble dort bieten, wenn es um das Thema Isopus und auch das Thema Display geht? Gut, im Bereich Display sind natürlich die automatischen Lenksysteme zu nennen. Die Displays sind alle in der Lage, auch teilflächenspezifisch Applikationskarten abzuarbeiten, sodass ich eben halt Dünger, Pflanzenschutzmittel positionsgenau ausbringen kann. Und entsprechend die Umrüstung der Geräte ist natürlich dann mit den gleichen Funktionalitäten dann möglich. Wenn wir darüber sprechen, wie es auf den Höfen wirklich auch aussieht, du hast es gerade schon erzählt, Jannis, dass dort auch immer mehr das Isopus-System Einzug hält. Wie ist deine Wahrnehmung? Auf wie vielen Betrieben ist Isopus schon vertreten?
Auf vielen Betrieben ist zumindest die Möglichkeit vorhanden. Die Schlepper sind beispielsweise Isobus vorgerüstet, sprich haben die nötige Verkabelung bereits oder teils sogar schon die nötigen Bildschirme drauf, um Isobus-Maschinen zu bedienen. Es fehlt lediglich die Isobus-Maschine. Isobus-Maschinen erhalten natürlich immer mehr Einzug. Und ich denke auf ja, sehr vielen Betrieben, das ist deutlich über 50%, schätze ich mal, sind mittlerweile Isobus-Geräte irgendwo im Einsatz. Jetzt ist ein wesentliches Thema auch Benutzerfreundlichkeit. Wir sprechen oft von Familienbetrieben. Dort haben wir mehr Generationen auf den Höfen. Wie ist es mit dem Thema Benutzerfreundlichkeit? Je mehr Technik ich auf einen Schlepper packe, irgendwann kommt dann vielleicht die eine oder andere Generation auch an die Grenzen und sagt, ich kann nicht mal eben mit dem Schlepper auf den Acker fahren und dort den Boden bearbeiten. Wird das Thema dort berücksichtigt? Gut, die neue Generation der Trimble-Displays basiert auf einem Android-Betriebssystem. Das heißt, viele Bedienabläufe, wie ich sie heute vom Smartphone her schon kenne, finden sich in den Displays wieder. Bezogen auf die Anbaugeräte haben wir eine vereinheitlichte Bedienoberfläche. Das heißt, wer eine Feldspritze bedienen kann mit einem Steuerrechner von uns, der hat dann nachher findet viele Elemente beim Düngerstreuer oder bei der Sämaschine wieder, wo Bedienabläufe dann sehr gleich sind. Da haben wir in den letzten Jahren sehr viel investiert, um diese Bedienabläufe möglichst gleich zu machen und entsprechend durch die Android-Oberflächen eben auch an Bedienabläufe, Geräte aus dem täglichen Leben halt anzugleichen. Und somit ist das relativ einfach geworden. Wenn du auf den Höfen viel unterwegs bist, in welchen Bereichen wird Isobus dann viel nachgerüstet? Gerade bei der Nachrüstung sind es hauptsächlich wirklich Pflanzenschutzspritzen, die technisch noch einwandfrei sind, aber eben noch nicht Isobus-kompatibel. Da haben wir mittlerweile die Möglichkeit, die komplett Isobus-fähig zu machen, weil zum Beispiel auf dem Betrieb, der hat gerade einen neuen Schlepper gekauft, der komplett Isobus-fähig ist, alle Freischaltungen für Section Control, variable Ausbringmenge bietet, aber die Spritze ist halt noch nicht so weit. Und wenn die Spritze dann meinetwegen als Beispiel 5 Jahre alt ist und technisch noch einwandfrei, macht es ja keinen Sinn, nur deswegen eine neue Spritze zu kaufen. Da wird dann wirklich häufig die Isobus-Nachrüstung oder Umrüstung angeboten und auch verkauft, weil so natürlich einmal die Bedieneinheit auf dem Schlepper wegfällt, weil ich alles über einen Bildschirm steuern kann und ich natürlich auch deutlich ressourcensparender arbeiten kann. Das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz ist ein Thema, was nicht nur allgemein die Gesellschaft betrifft, sondern uns Landwirte immer mehr. Was kann Isobus dort in diesem Bereich leisten? Gut, speziell durch die Funktion Section Control reduzieren wir Überlappungen. Ja, bei einer Feldspritze heute mit einem 24 oder 30, 36 Meter Gestänge sind Teilbreiten bis zu 3 Meter breit und man hat immer sehr relativ große Überlappungen im Bereich der Vorgewende. Bei Fahrgeschwindigkeiten von 10 Stundenkilometern ist es schwer abzuschätzen, wo man ist. Durch Section Control schalten wir GPS genau dann ab, wenn es richtig ist. Somit reduzieren wir die Überlappungen sehr stark in dem Bereich. Eine weitere neue Anwendung, die wir entwickelt haben, ist eben eine Steuerung für Hackmaschinen. Das heißt, wir sehen ganz klar einen Trend hin auch zur mechanischer Bodenbearbeitung oder einer Kombination aus chemischem und mechanischem Pflanzenschutz. Und auch da bieten wir Isobus-Techniken, um diesen ressourcen- und umweltschonenden Bereich zu unterstützen. Also steigt dort auch die Nachfrage seitens der Landwirte? Ganz deutlich, ja. Ganz deutlich. Janis, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Landwirt und ich möchte das Isobus-System nutzen und auch die Technik von euch mit auf meinem Schlepper einbauen, wie muss ich mir das vorstellen? Wann kommt ihr vorbei? Wie lange dauert das? Wie lange habe ich vielleicht auch Stillstand auf dem Hof und wann kann ich die Technik dann wirklich nutzen? Es geht ja zum einmal darum, ob der Schlepper bereits Isobus-fähig ist, mit dem System ausgestattet ist. Wenn das natürlich noch nicht der Fall ist, kommt das noch hinzu. Ansonsten, wenn wir jetzt beim Beispiel Pflanzenschutzspritze umrüsten bleiben, dann kommt erst jemand auf den Hof, guckt sich die Spritze einmal an, damit wir genau aufnehmen, was benötigen wir wirklich, um die Spritze Isobus-fähig zu machen. Dann wird ein entsprechendes Datenblatt ausgefüllt. Das geht bei uns dann in die Konfiguration, wenn der Kunde sich dafür entscheidet, die Spritze umzurüsten. Und dann wird das soweit alles fertig konfiguriert. Dann kommen unsere Servicetechniker raus, montieren alles entweder auf dem Hof oder in einer Landmaschinenwerkstatt.
Und das liegt halt, je nachdem wie aufwendig die Spritze auch ist, welche Technik die schon vorher hatte, wie lange wir für den Einbau brauchen. Man muss es sich so vorstellen, der alte Schaltkasten der Spritze wird komplett entfernt und die komplette Verkabelung wird erneuert. Dementsprechend sind wir da natürlich schon ein paar Stunden mit beschäftigt, aber danach wird der Kunde auf die Maschine eingewiesen, ihm wird alles einmal genau erklärt und es wird alles kalibriert und dann kann der Kunde da somit in den Feldeinsatz starten. Wie wichtig ist das Thema Internet für euch und welche Hürde stellt es vielleicht auch gerade noch dar? Ja, im ländlichen Raum ist das sicherlich manchmal relativ schwierig. Aus Sicht der Landtechnikindustrie ist es sehr, sehr wichtig, in diese Richtung zu gehen. Wenn wir den Schritt weiterdenken Richtung autonome Maschinen, Richtung vernetzte Maschine, Richtung Datenaustausch zwischen Maschinen, ist es wirklich sehr, sehr wichtig, diesen 5G-Standard umzusetzen, um den Landwirten weitere Vorteile durch Automatisierung bieten zu können. Isobus ist eine Schnittstelle, die ja von unterschiedlichen Unternehmen genutzt wird. Was macht Trimble da jetzt so besonders? Ja, Trimble hat ja vor 4 Jahren Müller Elektronik gekauft. Damit haben wir wirklich Deutschlands oder ich würde sagen weltweit die besten Isobus-Lösungen an Bord. Über 20 Jahre Erfahrung sind dort, über 20 Jahre, wo Ingenieure Lösungen für die Landwirtschaft, für die Landwirte entwickelt haben. Und das macht uns wirklich einzigartig im Bereich der Isobus-Lösungen weltweit. Janis, du hast das Thema Service schon angesprochen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen drauf eingehen. Wie muss ich mir als Landwirt vorstellen, dass ihr uns helft, wenn wir in der Ernte sind und vielleicht doch das ein oder andere Problem auftritt? Ja, man muss es sich so vorstellen, wir haben einmal eine Service-Hotline, die natürlich auch außerhalb unserer normalen Geschäftszeiten zu erreichen ist. Somit hat immer mindestens ein Servicetechniker auch einen Notdienst, falls am Wochenende etc. spätabends irgendwelche Probleme auftauchen sollten. Zudem arbeiten wir ja deutschlandweit, deshalb auch dezentral. Und um halt immer einen guten Service und die Nähe zum Kunden sicherzustellen, sind unsere Servicetechniker wirklich über komplett Deutschland verteilt und so auch immer recht zeitnah beim Kunden und müssen nicht erst durch die halbe Weltgeschichte fahren und können so dem Kunden, wenn es nötig sein sollte, wirklich vor Ort helfen. Vielen Dank, lieber Robert, lieber Janis, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns in das Thema Isobus einzutauchen. Das macht doch Lust auf mehr, wenn man hört, guter Service, tolle Ingenieure, die dort viel Gedankengut reinbringen und das System immer weiterentwickeln. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt nochmal auf den Acker gehen und dort wirklich mit einem Landwirt über das Thema Isobus sprechen und wie er die Probleme und Herausforderungen, die er mit dem Schlepper und der Anhängespritze hatte, mit Isobus gelöst hat. Ich freue mich sehr, dass ich gleich Bert Molerus bei mir im Interview habe und er seine praktischen Erfahrungen mit uns teilt. Schön, dass du heute hier bist. Du hattest die Herausforderung, diese Lemken-Spritze mit dem Traktor nachzurüsten, um beispielsweise die teilflächenspezifische Ausbringung umsetzen zu können. Es wäre schön, wenn du dich ein bisschen vorstellen könntest und auch deinen Betrieb. Also mein Name ist Bert Molerus. Ich bin auf diesem Betrieb in der 8. Generation. Wir bewirtschaften hier rund 80 Hektar Ackerbau und betreiben Schweinemast. Im Wesentlichen bauen wir Getreide und Raps an. Was sind da so die täglichen Herausforderungen? Im Moment habe ich die Herausforderung, dass ich sehr viel Arbeit in einer kurzen Zeit erledigen muss. Das ist immer in der Herbstbestellung so und das meiste davon mache ich alleine. Insofern habe ich lange Arbeitstage und das Wetter spielt natürlich immer eine Rolle. Und wir warten eigentlich aktuell auf Sonnenschein, weil wir wieder loslegen wollen. Und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt Precision Farming einsetzt? Ich hatte den Wunsch, eine höhere Effizienz zu haben und meine Arbeitszeit optimal zu nutzen. Und so bin ich automatisch auf Precision Farming gekommen. Und die Erwartungen wurden bislang voll erfüllt. Beim Einsatz dieser Spritze macht sich Precision Farming für mich deutlich bemerkbar. Ich brauche wirklich nur noch die Menge anzumischen, die ich auf dem Acker brauche. Ich habe vorher immer etwas Reserve vorgehalten. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Und ich bearbeite exakt die Fläche, die ich bearbeiten will. Ich habe deutlich weniger Überlappung als vorher.
Jetzt haben wir auch das Thema Düngeverordnung in Deutschland. Die Landwirte beschäftigt das Thema sehr. Inwieweit hilft dir auch dort Precision Farming? Ich bin mit dieser Anlage in der Lage, talflächenspezifisch zu arbeiten. Das bedeutet, ich kann Dünger einsparen, wenn ich Flüssigdünger appliziere. Und das war für mich ein wesentlicher Grund, die Software nochmal zu aktualisieren, dass ich das auch wirklich machen kann. Du hast dich für eine Trimble-Technologie entschieden. Was waren da die Gründe für dich? Ich nutze das Terminal sowie das Parallelfahrsystem und die Isobus-Anlage am Schlepper und an der Spritze. Das Trimble Terminal bietet mir alle Möglichkeiten, die ich brauche. Es lässt sich für alle Funktionen konfigurieren und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Wie sieht es aus mit der Bedienerfreundlichkeit? Auch das ist immer wieder ein Thema. Wir sind auf Höfen unterwegs, die häufig familiengeführt sind. Dort sprechen wir von mehreren Generationen. Wie intuitiv ist das Terminal auch am Ende des Tages zu bedienen? Ich habe das System von Anfang an bedient, ohne die Bedienungsanleitung zu lesen. Und das ist auch bis heute so geblieben. Ich denke, das spricht für sich. Das spricht wirklich für sich. Super. Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt mitten in der Ernte auf dem Acker und vielleicht gibt es dann doch mal das ein oder andere Problem mit der Technik. Hattest du den Fall schon mal? Und wenn ja, was ist dann passiert? Ja, dieser Fall ist in der Anfangszeit einmal vorgekommen und dann gab es wirklich den heißen Draht. Ich habe also das Handy genommen und angerufen und mir ist dann per Handy auch geholfen worden, sodass ich alleine weiterarbeiten konnte. Das heißt, die Pause, die dadurch entstanden ist, war ziemlich überschaubar. So ist es, ja. Ja, wir haben jetzt einen praktischen Einblick noch bekommen können, wie das Thema Isobus, wie das Thema Trimble-Technologie wirklich dann auch auf den Höfen ankommt. Ich freue mich sehr, dass du, lieber Bert, dir Zeit genommen hast, uns ein bisschen davon zu erzählen. Wir haben jetzt auch schon viel über Vantage Deutschland gehört und wer dahinter steckt und wie der Alltag auch von den Vantage-Jungs, so wie du es gerade beschrieben hast, aussieht. Das erfahren wir dann gleich in der nächsten Session.